willkommen, meine Damen und Herren. Wir hoffen sehr, Sie hatten ein schönes, erholsames Osterwochenende. Und vielleicht haben Sie am Samstagabend auch, wer weiß denn sowas, unsere XXL-Ausgabe reingeschaut. Uiuiui, das war ja spannend. Und wir haben eine kürzere Woche, war klar, gestern hatten wir ja keine Sendung, aber wir haben uns viel vorgenommen für diese Woche und es geht gleich richtig gut los. Wir haben zwei Olympiasiegerinnen im Weitsprung bei uns zu Gast. Heike Drechsler, meine Damen und Herren. Hallo. Im Team mit Bernhard. Und Heike, du bist ja Doppel-Olympiasiegerin. Ne? So viel Zeit wollen wir uns nehmen. Ne? Zweimal und, ja. Und Weltmeisterin mehrfache. Ne? Und du hast die meisten, nach wie vor, die meisten, auch den Weltrekord, die meisten Sprünge über 7 Meter. Ja. Ja. Ich hab 400, ja. Wir haben das nochmal nachgezählt. 409 Sprünge, sagt die offizielle Statistik. Ja. Ja, und es gibt aber durchaus auch deutsches Leichtathletikpotenzial, was vielleicht noch in der Lage ist, das zu toppen. Gott sei Dank. Ja. Nein. Und du wirst heute im Team mit Bernhard hoffentlich große Sprünge machen. Okay. Guck, ja, das hofft das Publikum auch. Viel Spaß euch beiden, Heike und Bernhard. Und Malaika Mihambo, die aktuelle amtierende Olympiasiegerin im Weitsprung. Wie viele Sprünge über 7 Meter hast du bisher? Deutlich weniger. Ja, aber wie lange ist es her, dass du das erste Mal über 7 Meter gesprungen bist? Das sind jetzt 3 Jahre. Okay. Ja. Gut. Und Weitspringerinnen sind in der Regel auch sehr gute Sprinterinnen, was euch beide betrifft. Ja, liegt ein bisschen in der Natur der Sache. Also auch euch einen guten Wettkampf hier. Viel Spaß, Malaika und Elton. Und gleich was Interessantes. Laut einer Studie aus dem Jahr 2021 wünschen sich 84% aller jungen Erwachsenen ein Schulfach Gesundheit in der Schule. Ja. Hier und da gibt es das so, aber das sind dann alternative Schulmodelle. Aber so klassisch, so richtig so Englisch, Mathe, Deutsch, Gesundheit. Die Mathe kann man streichen, dafür Gesundheit. Ja, oder so. Oder so, ne? Jetzt gucken wir mal auf die Zuschauerverteilung. Wie viele Zuschauerinnen und Zuschauer sitzen hinter Heike Drechsler und Bernhard? Es sind heute 47. Ja, ganz stark. Hinter Malaika Mihambo und Elton sind es 48. Ja. Oh. Das hat mit dem Samstag zu tun. Das können die Auswirkungen des XXL am Samstag sein. Ja, ja. So, jetzt schauen wir aber auf unsere heutigen 12 Kategorien. Hier ist die Wand. 12 Kategorien heute sind Literatur, Fragezeichen, Schlagzeilen, unser Körper, Neuheit, damals, unter Wasser, Einspruch, Ägypten, clever, Sternstunde und wie ticken wir? Das Team, das mehr Zuschauerinnen und Zuschauer hinter sich hat, darf die erste Kategorie auswählen. Jede richtige Antwort 500 Euro. Und also, wie gesagt, es ist völlig egal. Unser Körper hat viel was mit Medizin und Ernährung sowas zu tun. Und da kennt ihr euch Sportler aus. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Aber ansonsten bitte wirklich nimm, was du willst. Dann lass uns doch damit einfach anfangen. Unser Körper, ja. Die Heike hätte bestimmt auch gerne die Frage genommen. Ihr habt sie euch gesichert. Die Frage dazu, die sogenannte Rindfleischfalte, bezeichnet in der Medizin A, die Falte, die Gesundes von ungesundem Bauchfett trennt, B, eine Falte am Ohrläppchen, die auf Bluthochdruck hinweist, oder C, eine nach Eduard von Rindfleisch benannte Herzbeutelfalte. Ich habe keine Ahnung tatsächlich. Du hast ja Politikwissenschaften studiert, ja. Ne, was jetzt nicht direkt hier hilft. Eher weniger. Mhm. Wenn am Ohrläppchen eine Falte ist, dann weist das auf Bluthochdruck hin. Was guckst du mich da an? Ja, irgendjemand muss ja eine Falte denn da haben. Aber ich würde das jetzt erstmal ausschließen. Ja. Die Falte, die gesund ist, von ungesundem Bauchfett trennt, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, aber Bäuche können doch auch sehr unterschiedliche Falten werfen. Also. Bäuche können unterschiedliche Falten. Ja, wie, aber. Und werfen manchmal sogar unterschiedliche Schatten. Auch das?
Also ich weiß nicht, ob die zu unterschiedlich sind und keine Ahnung. Rindfleisch, das ist ein gängiger Nachname. Das wäre sehr krass, wenn einer Rindfleisch... Oh, also ich, fällt mir gerade ein, ich hab bei der Marine gedient und da war auch jemand dabei, der Rindfleisch hieß. Fällt mir nur gerade ein, ja? Weil das war immer so, ne, ich bin ja so ein bisschen, was besondere Namen betrifft, ne, habe ich mir dann immer gut gemerkt. Ja, auf der Insel Rügen habe ich meinen Wehrdienst geleistet. Sehr schön da. A oder C. Was sagt dein reines Bauchgefühl? Also wissen tun wir es nicht? Ich weiß nicht. Du würdest auf was tippen? Obwohl ich mir nicht vorstellen kann, wenn Kai sagt, er kennt einen, ich kann mir nicht vorstellen, dass einer von Rindfleisch heißt. Aber ich finde A nicht medizinisch genug, mhm. B habe ich noch nie was von gehört, dass wenn einer eine Falte am Ohrläppchen hat, was soll denn das sein? Da ist dann zu wenig Blut drin, aber dann hat er doch kein Hochblut. Deswegen bin ich bei C. Das ist eine Herzbeutelfalte irgendwo und die ist nach dem Eduard von Rindfleisch benannt, so blöd das klingt. Okay. Ich würde C nehmen. Alles klar. Aber guck mal, wenn B stimmt, dann können wir sagen, du hast Bluthochdruck, hier müssen wir mal die Ohren langziehen. Die Christa Aortae Ascendentis, oder auf Deutsch Falte der aufsteigenden Aorta, ist eine Umschlagsfalte des Herzbeutels auf der Vorderseite der Aorta. Ihre genaue Funktion ist bislang nicht bekannt. Die Struktur der Falte wurde 1884 zum ersten Mal von dem deutschen Anatomen Georg Eduard von Rindfleisch beschrieben und deshalb Rindfleischfalte genannt. Perfekter Einstieg. 500 Euro sind eurem Konto gut geschrieben. Nächste Kategorie. Okay, unsere ist ja schon weg jetzt. Ne? Ja, gibt es irgendwas, was dich anlacht? Was mich jetzt anlacht, wäre, wie ticken wir? Psychologie. Ja. Okay, wie ticken wir? Wo wurde der Geburtstagszahleneffekt psychologisch nachgewiesen? A. Auswahl einer neuen Frisur. B. Kauf eines Produktes. Oder C. Schießen eines Elfmeters. Oh Gott. Der Geburtstagszahleneffekt. Was hast du eigentlich für ein T-Shirt an, Bernhard? Ich? Der Elton hat ja auch ein T-Shirt an. Und dachte, ich zieh mir auch mal ein T-Shirt an. Sehr schön, sehr schön. Oh, also das ist dein, ach so, ich verstehe, das ist dein Pendant zu Elton's T-Shirt. Warum ist da beim Elton kein Donut drauf? Oh Mann. Also, was könnte überhaupt der Geburtstagszahleneffekt sein? Ich glaube, Geburtstagszahl, ist das Alter? Also 35. Das hieße, man kann einen Zusammenhang zwischen dem Alter und der Auswahl einer neuen Frisur. Das hieße, immer wenn die Leute so bestimmte Schritte machen, keine Ahnung, mit 30 auf 40 oder 50, dann fangen sie auf einmal an, ihre Frisur zu wechseln. Vielleicht wenn man nullt, meinst so. Du? Bitte? Wenn man nullt. Ja, zum Beispiel, ja. Zum, also war das bei mir so. Auch so. Ja? Ich hatte immer Lebensabschnitte und da war die Frisur immer eine andere. Mal kurze Haare, also von der Dauerwelle zu kurzen Haaren und dann wieder. Oh, Dauerwelle länger. Hatte ich auch mal. Ja? Mhm. Schön, ne? Ja. Da war ich 18. Also blonde Dauerwelle. Auch die Auswahl einer neuen Frisur. Bei mir ist das auch so. Ich habe mit 17 habe ich gedacht, keine Haare und dabei bin ich geblieben. da ging es los. Also jetzt anhand von Produkten hat natürlich auch sicherlich psychologisch auch einen Effekt. Es gibt Leute, die kaufen dann auf einmal mehr ein, weil sie sich dann besser fühlen und wohler fühlen. Aber bei mir war es tatsächlich die Frisur. Ja, ist doch super, wenn wir da, ja, das ist doch, also klar, man wird älter, will jünger aussehen oder sich anpassen oder irgendwie sich unterscheiden als Jüngerer von den Älteren, finde ich, ja. Also ich könnte A oder B, ja. Dann bin ich eher bei A. Sollen wir A? A. Wir nehmen A. Wir nehmen A. A nehmen, ja. Nehmen A. Ja. Der Birthday Number Effekt oder zu Deutsch Geburtstagszahleneffekt wurde erstmals 1997 von japanischen Psychologen bemerkt. Der Effekt basiert darauf, dass viele Menschen sich selbst und ihren Geburtstag mögen. Aus diesem Grund werden Zahlen, die im Geburtsdatum vorkommen, in alltäglichen Situationen bevorzugt. So hat eine Studie von 2014 ergeben, dass diese Präferenz für Zahlen einen Effekt darauf haben kann, welche Produkte gekauft werden.
Jemand, der beispielsweise am 15.01. Geburtstag hat, findet einen Hamburger zum Preis von 4,15 Euro ansprechender als einen, der 4,10 Euro kostet. Ja, was ist, das wird so beschrieben in der Psychologie. Es bleibt erstmal bei 0 Euro, aber super. Sind gerade ganz am Anfang. Nächste Kategorie. Burger für 2,40 Euro nicht gibt, wahrscheinlich. Ja. Gut, was wollen wir nehmen? Also Sternstunde hätte mich jetzt angesprochen. Also so. Mich gar nicht, aber nehmen wir trotzdem gerne. Sternstunde. Warum nicht? Buzz Aldrin bat unmittelbar nach der Landung auf dem Mond 1969 das Mission Control Center der NASA um etwas Stille, um A. das Abendmahl mit geweihtem Brot und Wein zu feiern, B. seiner Tochter eine Gute-Nacht-Geschichte vorlesen zu können oder C. den Ursprung eines seltsamen Pfeifens ausfindig zu machen. Ja. Also, es war unmittelbar nach der Landung. Da ein Abendmahl, wo soll das geweihte Brot und der Wein auf einmal herkommen? Der steht ja nicht in der Ecke im NASA. Also, finde ich jetzt ein bisschen komisch. Also, warum hast du überhaupt Sternstunden genommen? Hast du so ein bisschen so ein... Ich dachte, da kommt jetzt was übers All und nicht über die Mondlandung. Also, da kenne ich mich weniger aus. Aber ist lieber was über Galaxien oder so gefragt. So. Der macht das Abendmahl, da ist geweihtes Brot und Wein mit an Bord und dann hier und dann mach mal den Helm auf, essen. Also kann ich mir jetzt auch nicht so vorstellen. Helm auf, das finde ich gut. Also A finde ich jetzt ein bisschen. Dann hörst du auf jeden Fall ein Pfeifen, wenn du den Helm aufmachst. Kriegst auf jeden Fall einen spitzen Mund wahrscheinlich. Oh Gott, hilft uns nicht weiter. Also C macht Sinn, das Ding ist gelandet und er will hören, ob irgendwas, da ist irgendwas ein Pfeifen, ist das bei ihm im Ohr oder kommt das aus der Maschine? Ja, also ich kann mir auch jetzt nicht vorstellen, dass er dann das Erste, was er dann sagt, Leute, seid mal leise, ich möchte jetzt eine gute Nachtgeschichte vorlesen, das ist irgendwie auch... Also wir, ja, wobei, das ist schon cool, ne? Also cool, das, ja, aber... Ich meine, es war auch abends... Aber davon hätte man doch noch eher gehört, als wenn er nur sagt, ich will hören pfeifen. Aber cool ist es schon, pass auf, wir sind gelandet, Papi geht's gut, ich lese jetzt noch eine gute Nachtgeschichte vor. Wollen wir das Publikum fragen vielleicht? Oh ja, Kai, du bist ja auch, ist ja, nein, ich will ja nur darauf hinaus, ist ja ein bisschen auch eine Altersfrage. Ja, also keine Ahnung, was meinst du? Ich würde nur A ausschließen, aber selbst das kann sein, dass sie das mitgenommen haben. Aber wie Bernhard immer sagt, Sachen mitzunehmen, die im Anführungszeichen unnötig sind ins All. Ja, ja. Da muss er Wein mitnehmen und Brot mitnehmen. Also A würde ich ausschließen. Außerdem, das habe ich mich aber auch gefragt beim Vorlesen, weil dann hätte er ja auch das Buch mit dabei haben, weil er erzählt ja nicht eine Geschichte, das würde ja auch gehen. Stimmt, aber und durch einen Helm lesen, dann kann das doch nur C sein. Also C? Ja, wir nehmen C. Okay. Am 20. Juli 1969 landete die Mondlandefähre Eagle mit den US-Astronauten Neil Armstrong und Buzz Aldrin auf dem Mond. Während der Vorbereitungen für den Ausstieg funkte Aldrin zur Erde und bat um einige Momente der Stille, in denen alle Zuhörende über das historische Ereignis nachdenken konnten. Dann schenkte er in ein mitgebrachtes Silbergefäß Wein ein und aß etwas Brot. Die Elemente des Abendmahls hatte Aldrin von einem Pastor bekommen. Zurück auf der Erde erinnerte er sich, wie der Wein durch die geringe Gravitation auf dem Mond langsam und elegant floss. Oh. Hätte das jemand gewusst? Nein. Naja, dann. Keiner gewusst. Es bleibt bei 500 Euro. Krass. Nächste Frage für euch. Okay, anscheinend kann man nächste doch Chance Sachen mitnehmen. Was hältst du denn von Einspruch? Eine Rechtsfrage. Oh, ja. Hm. Ja, okay. Wir nehmen Einspruch. Ja. Es sind ja keine wirklich kompliziert, also hoffe ich mal. Sind Insassen einer Fahrgemeinschaft auf dem Arbeitsweg gesetzlich unfallversichert, auch wenn für das Abholen Umwege gefahren werden? A, ja, es dürfen Umwege zur Abholung gefahren werden.
B, nur wenn die Insassen demselben Betrieb angehören. Oder C, nein, es muss von einem gemeinsamen Treffpunkt gestartet werden. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass man unversichert ist. Eigentlich ist es doch egal. Ne? Ich meine, wenn man Insassen hat, müssen die grundsätzlich immer versichert sein. Egal, ob sie da Umwege fahren oder nicht. Ja, es geht hier, glaube ich, also dass die über die Arbeit gesetzlich unfallversichert sind. Ach so, ein Arbeitsweg. Nur wenn die Insassen im selben Betrieb angehören. Okay. Aber nee, ich bin unfallversichert, wenn ich mich auf dem Weg zur Arbeit befinde. So. Ein Bus, der nicht den direkten Weg fährt, sondern einen Umweg, um noch woanders Leute einzusammeln an der Haltestelle, der bin ich ja auch versichert. Man ist ja nicht nur auf dem direkten Weg versichert, sondern wir sind alle ich bin auf dem Weg zur Arbeit. Und also ich kann mir da nur A vorstellen. Ich denke auch A. Ja, A, ne? Ja, also für mich. Wir nehmen A und ansonsten haben wir alle was gelernt. Okay. Ja. Sie nehmen Ja. Wer sich auf direktem Weg zur Arbeit befindet, ist über die gesetzliche Unfallversicherung versichert. Bei einer Fahrgemeinschaft werden allerdings häufig Umwege zur Arbeitsstelle genommen, um Mitfahrende abzuholen. Trotz dieser Umwege greift bei einem Unfall bei allen Insassen der Fahrgemeinschaft auf dem Weg die gesetzliche Unfallversicherung. Anders als bei privat veranlassten Umwegen, wie dem Zwischenstopp zum Einkaufen. Hier gilt meist kein Versicherungsschutz. Das war der entscheidende, feine, kleine Unterschied. Und damit haben wir die ersten 500 Euro. Ja. Wir bleiben im Spiel. So, was nehmen wir? Ich bin für Schlagzeilen. Das kann man vielleicht gelesen haben. Echt? Ja, okay. Wie schaffte es ein Angestellter einer US-Anwaltskanzlei, weiter Gehalt zu beziehen, obwohl er nicht arbeitete? A. Er verteilte seine Aufgaben unter 72 anderen Mitarbeitern. B. Er schrieb im Homeoffice ein Programm, das seine Arbeit übernahm. Oder C. Er machte so viele Fehler, dass es günstiger war, ihn freizustellen. Hä? Eine der drei Geschichten hat eine Schlagzeile produziert. Wie schafft es ein Angestellter einer weiter Gehalt, obwohl er nicht arbeitete? Also ich finde C irgendwie unwahrscheinlich, weil du würdest doch so jemanden eher kündigen. Und in der Regel jetzt als US einer Anwaltskanzlei würde ich denken, dass man den auch kündigen kann. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit Partnern oder so aussieht. Vielleicht ist das da was anderes. Na gut, ich weiß nicht, wie in Amerika das ist mit dem Kündigungsschutz. Kann man den einfach kündigen oder hat er auch 3 Monate Kündigungsschutz? Dann ist er halt freigestellt, er darf nicht mehr arbeiten, kriegt aber noch 3 Monate Gehalt. Ja gut, das stimmt, da steht ja nicht, wie lange er so gearbeitet hat. Also genau, also nicht gearbeitet hat und trotzdem Gehalt bezogen hat. Also ich fand B irgendwie, das wäre für mich auf jeden Fall eine Schlagzeile wert. Da ist jemand, der hat es irgendwie geschafft, das irgendwie seinen Anwaltsjob so in ein Programm zu schreiben, dass er eigentlich nichts mehr machen muss. Also eine Art tatsächlich Computerprogramm, der gibt irgendwas ein und das übernimmt dann, er muss irgendwas sortieren zum Beispiel, Gerichtsurteile sortieren und das übernimmt dann ein Programm. Aber das gibt's doch auch. Also ich finde A cool. Ich weiß noch nicht, wie das zur Schlagzeile kommt. Also ich muss arbeiten und sag aber, hier Kai, du machst mal das. Und ich habe dann keine Aufgaben mehr. Und ich gehe zu Bernhard, bist du mal so nett, ich komme damit nicht klar. Und dann macht Bernhard quasi meine Arbeit. Das als Angestellter. Machen wir doch hier ganz oft. Was meinst du denn? Ja. Und dann habe ich halt keinen Job mehr, also keine Aufgaben mehr, bekomme aber trotzdem Gehalt. Und das haben dann irgendwann die Leute mitbekommen. Ich würde das gerne nehmen. Dann nehmen wir das, wenn du das gerne willst. Ah, okay. Wir haben das wohl alles gehört. Anfang 2022 sorgte die Geschichte des namentlich unbekannten Users throwaway59724 in einem Internetforum weltweit für Schlagzeilen. Der Nutzer beschreibt, wie er als IT-Spezialist einer US-Anwaltskanzlei lediglich Dokumente von lokalen Festplatten in eine Cloud verschieben müsse. Als er dann aus dem Homeoffice arbeiten konnte, entwickelte er nach eigenen Angaben kurzerhand ein Programm, das seine Aufgaben übernahm.
Der Angestellte hält das jedoch bis heute geheim und kassiert weiterhin für seine Arbeit knapp 90.000 US-Dollar im Jahr. Schließlich sei die Arbeit zufriedenstellend erledigt worden. Oh. Ja, Edwin. Sieh zu, wie du das wieder gut machst und nicht nur bei Malaika. Ja, das war jetzt blöd. Ja, ne? Passiert. Nächste Frage für euch, ihr könnt in Führung gehen. Oh. Clever. Ständiges Hin und Her. Das sind so Haushaltstipps. Clever. Ja. Clever. Das ist so zu Hause, okay. Wie man... Clever. Wer selbst Butterkaramell herstellen möchte, sollte A. für eine bessere Bindung einen Teelöffel Speisestärke hinzugeben, B. keinen braunen Zucker oder Rohzucker verwenden oder C. den Zucker zuvor mit etwas geschmolzener Butter vermengen. C, glaube ich. So, was ist jetzt Butterkaramell im Vergleich zu Karamell? Karamell mit Butter. Wenn ich, also die Idee bei Karamell ist doch, dass der Zucker so heiß wird, dass er selber schmilzt. Genau. Und sich nicht auflöst. Ja. Wenn ich den Zucker jetzt mit etwas geschmolzen, ist der nur benetzt mit Butter quasi. Ist das vielleicht auch was fürs Publikum, wenn ihr da euch nicht so jetzt mit dem Butterkaramell? Ich würde es auch ans Publikum gehen, weil ich keine Ahnung habe. Oder ich würde es dir überlassen, wenn du deine Ahnung hast. Ich weiß jetzt nicht, wenn man jetzt Speisestärke jetzt dazu nimmt, jetzt mit Butterkaramell, das ist vielleicht eine andere Konsistenz dann wahrscheinlich. Keine Ahnung. Für eine bessere Bindung, das, was bindet, ist ja dann Ich würde sagen, fragen mal die Zuschauer, ich glaube. Ja. Ich finde, also ich wäre vom Gefühl bei B, dass man darauf... Wir fragen die Zuschauer, ihr könnt euch schon mal hier bereit machen. Keine Ahnung, also das ist... Ja. Oh, das wäre sehr nett, wenn einer trotzdem die Hand hebt. Naja, was heißt denn trotzdem? Naja, das ist jetzt niemand, der sofort weiß. Licht an, dann muss man noch mal überlegen. Ne? Was habe ich schon alles so? Siehste. Vielen Dank. Siehste, ja. Muss das reichen. Darfst gerne die Maske abnehmen, da kommt unser Thorsten. Das ist eine Entscheidung, die trifft man nicht von jetzt auf gleich. Man muss die gehen wie ein Hefeteig. Ja? Hallo. Hallo. Wie heißt du? Michaela. Hallo Michaela, woher kommst du? Aus Herten. Das liegt in der Nähe von? Das liegt zwischen Gelsenkirchen und Recklinghausen. Ach, das Herten, alles klar. Gut, Michaela, du backst hier und da mal? Ja, das ist richtig. Ich habe auch schon Karamell gemacht, aber wirklich wissen tue ich es nicht. Aber okay. Ich vermute, dass man keinen Braun- oder Rohrzucker nehmen soll, weil Karamell, wenn der heiß wird, der Zucker wird ja eh braun und dass es sonst verbrennt. Das ist mal ein guter Gedanke. Ja. Michaela, hier, das große Backen, jetzt im Ersten. Ja. Wer selbst Butterkaramell zubereiten möchte, etwa zur Herstellung von Bonbons, sollte dazu keinen braunen Zucker oder Rohzucker verwenden. Unraffinierte Zucker enthalten natürliche Bestandteile des Zuckerrohrs oder der Zuckerrübe. Diese würden bei der Karamellherstellung schnell verbrennen und außerdem dafür sorgen, dass der Zucker zu unkontrolliert kristallisiert. Für ein langsames und gleichmäßiges Karamellisieren sollte daher von Rückständen befreiter, raffinierter Zucker genutzt werden. Sehr gut, Michaela. Richtige Antwort. Okay. Glückwunsch. Ja. Viele Grüße nach Herten. 1.000 Euro sind es. Butterkaramell. Wir sind wieder dran. Mich würde unter Wasser, glaube ich, interessieren. Okay, unter Wasser. Der weltweit in warmen bis gemäßigten Meeren lebende Schiffsbohrwurm A. schützt Holzschiffe auf natürliche Weise vor Zerfall durch Salz. B. ist eigentlich eine Muschel, die sich von Holz und Plankton ernährt. Oder C. wurde im 17. Jahrhundert zum Kapern von Schiffen eingesetzt. C würde ich irgendwie ausschließen, weil ich denke, wenn der da jetzt so ein Schiffsbohrwurm ansetzt auf ein fremdes Schiff, dauert das ziemlich lange, bis er irgendwas bewirken kann, was dir beim Kapern hilft. Ich mag ja auch keine Kapern. Gut, dann ist C draußen. Ja, also mal ganz im Ernst, wie soll das funktionieren? Also die haben einen Sack voller Schiffsbohrwürmer und die schmeißen die drüber. Oder einer taucht und bringt die unterm Schiff an. Und dann 3 Wochen später kommen sie dann noch mal vorbei und... Ist komisch, ne? Okay, schließen wir mal C aus.
Ich finde B interessant, dass der Schiffsbohrwurm eigentlich kein Wurm ist in der Hinsicht, mhm, sondern eine Muschel. Ich frage mich nur, also Plankton kann ich mir natürlich vorstellen, dass sie sich vom Plankton ernährt, aber warum durch Holz? Also das ist jetzt ein bisschen merkwürdig. Naja, weil sie sich deshalb an Schiffen ansetzt und nicht irgendwie am Meeresboden oder an Gut. Gefällt mir. Aber der Elf nimmt trotzdem A. Ich war noch nicht bei A, Kai. Also A könnte natürlich sein, dass der irgendwie sich durch das Holz frisst, aber seinen Stoffwechsel-Endprodukte mit irgendwelchen Salzen voll sind, die das Holz dann schützen. Ich dachte umgekehrt, der frisst Salz. Also dass er nicht was aber ich finde, also ich fand B, das ist kein Wurm, das hatten wir ja auch schon mal oft hier, das Tier heißt irgendwie Käfer, ist aber irgendwie was anderes. Hm. Und wenn du sagst, ja, das ist am Holz fest und da sind Stoffe dran, da ist Plankton dran, das knabbert die ein bisschen irgendwie ab, oder? Ich finde B gut. In dem B. Bin ich gespannt, wie groß der Schiffsbohrwurm so ist. Der Schiffsbohrwurm, auch Pfahlwurm genannt, wird bis zu 50 cm lang und hat sich weltweit in warmen bis gemäßigten Meeren über den Schiffsverkehr mit Holzschiffen verbreitet. Mit dem Gehäuse am Vorderende seines Weichkörpers bohrt er lange Gänge in das Holz und macht es marode. Er wohnt in den Gängen und ernährt sich, neben Plankton, aus dem Meerwasser von der Zellulose. Trotz seines wurmartigen Körpers handelt es sich bei dem Schiffsbohrwurm um eine von über 60 Arten aus der Klasse der Muschel. Nein, es war richtig. Ihr seid bei 1.000 Euro. Wir machen weiter. Ich bin immer so, Mann. Fragezeichen. Die Überraschungskategorie. Was wird neben einer UV-Lampe benötigt, damit in einem Glasbehälter mit Wasser ein blaues Leuchten sichtbar wird? Blaue Farbe. A. Zweige von Rosskastanien. B. Grobe Kokosraspeln. Oder C. Schalen eines Elsterapfels. Boah. Das ist ja hart. Zweige von, also ich glaube, die Idee ist, wir schütten irgendetwas davon in einen Glasbehälter und warten. Die Schütten dazugeben. So, die Kokosraspeln sind ja weiß, ne? Ja. Und mit dem UV-Licht. Diese weißen T-Shirts in den Discos mit den UV-Lampen, ja, die dann leuchten. Ja, irgendwie. Da wäre ich bei. Das wäre so mein. Also was anderes könnte ich jetzt. Ich kann auch nicht, oder? Zweige von Rostkastanien. Nee, wir brauchen etwas, was das UV-Licht noch mehr bricht, verstärkt sozusagen. Bricht und genau, und die Wellenlänge so ein bisschen verändert, damit es sichtbar ist. Das denke ich schon. Ist ja. B, oder? Dann sind wir bei B. Nimm mal B. Wir sind bei B. Jo. Gut. Wir haben da ein Experiment vorbereitet. Um den Effekt zu erzeugen, wird zunächst Wasser in einen Glasbehälter gefüllt. Dann werden langsam dünne, zerbrochene Zweige der Rosskastanie eingetaucht und in einem abgedunkelten Raum mit der UV-Lampe bestrahlt. Nach und nach wird sichtbar, wie eine blau leuchtende Flüssigkeit aus den Zweigen austritt. Dabei handelt es sich um den Fluoreszenzfarbstoff Aesculin, der in der Rosskastanie natürlicherweise vorkommt und unter UV-Licht sichtbar wird. Was gelernt. Oh, ja, ja. Das kann man ausnahmsweise auch zu Hause mal nachmachen, wenn man alles hat, was für sich in der Bitte. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, es bleibt bei 1.000 Euro, ihr könnt in Führung gehen. Was trauen wir denen dazu? Ja, schaut sie euch noch mal an. Ich würde Literatur sagen, weil irgendeiner ist vielleicht, mit Sicherheit hat was gelesen. Gut, ja, irgendjemand hat bestimmt Literatur. Überzeugt mich. Der Roman Der Spieler des russischen Schriftstellers Fjodor Dostojewski, dessen Handlung sich um das Roulette-Spiel dreht, A, entstand, um die Spielschulden des Autors zu begleichen, B, beeinflusste das heutige Design eines Roulette-Tischs oder C, führte zur Eröffnung des ersten Casinos in Monte Carlo? Keine Ahnung. Warum ausgerechnet bei einem russischen Schriftsteller
das Casino in Monte Carlo eröffnet wird, weiß ich jetzt nicht. Finde ich komisch. Ich kann mir B vorstellen, dass er irgendwie was beschrieben hat. Früher sah das anders aus. Mhm. Und nach dem Buch haben die erst so einen Tisch gemacht, wo rot, schwarz und was. Also kann ich mir ein bisschen vorstellen. Mhm. Ich kann mir aber auch sehr gut A vorstellen. Aufgrund, weil er ja gerne spielt, hat er vielleicht so ein gutes Buch geschrieben, weil er selber Erfahrung mit Spielern hat. Mhm. Aber wir fragen erstmal das Publikum. Ja. Vielleicht fragen kommen wir Publikum. Gar nicht zu einer weiteren Diskussion. Ich hatte ja hier eine. Keine Literaturkenner. Fäbel oder Deutschleistungskurs. Ah, doch. Jetzt aber. Hier, guck. Hast du gesehen, ne? Als ich Deutschleistungskurs gesagt habe, da ging der Arm nach oben, da hat sie sich erinnert und hat gesagt: Ja, da war mal was. Hallo. 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 Wie heißt du? Michelle. Hallo Michelle, woher kommst du? Aus Heidelberg. Okay. Ah, ja. Hattest du Deutschleistungskurs? Nein. Ich würde aber auch trotz allem denken, dass es der Roulette-Tisch ist, also B. Aha. Also würdest du den beiden folgen? Genau. Ne? Und bei Heidelberg habt ihr natürlich hier gleich ich eben. Ich kenne sie auch vom Leichtathletik. Ah, verstehe. Kennst du sie auch? Ich weiß nicht. 14, 15 rum war das noch. Okay, warst du auch Weitspringerin jetzt? Ja, auch, ja. Okay. Ah, ich glaube, ihr müsst euch nachher nochmal austauschen. Ja. Okay, Michelle, Antwort B ist eingeloggt. Der Roman Der Spieler des russischen Schriftstellers Fjodor Dostojewski handelt von dem Hauslehrer einer Generalsfamilie, den es in dem fiktiven Ort Roulettenburg zur Spielsucht treibt. Geschrieben wurde das Werk 1866 in weniger als 30 Tagen. Grund für die kurze Schaffensperiode war die finanzielle Not des Autors. Dostojewski selbst war von der Faszination des Roulettes erfasst worden und hatte hohe Schulden angehäuft. Um diese zu begleichen, verpflichtete er sich, einem Verleger gegen einen Vorschuss den neuen Roman zu verfassen. Antwort A. Aber, ja. Trotzdem vielen Dank. Es bleibt bei 1.000 Euro, wir haben weiter Gleichstand. Zeitlich auch nicht ganz richtig eingeschätzt. Neuheit damals Ägypten. Die Frage ist Ägypten das damalige Ägypten oder das heutige Ägypten? Oder ein irgendwas Ägypten? Ägyptisch kenne ich mich. Wenn dich nichts anlacht, würde ich es trotzdem nehmen. Dann nehmen wir es. Wir nehmen Ägypten. Ja. Irgendwas. Das steht ja schon als lange vor da. Über 5.000 Jahren im heutigen Ägypten die Pyramiden von Gizeh errichtet wurden, wurde der Nil für 11 Jahre um 400 Kilometer nach Osten umgeleitet? B. Berechneten chinesische Astronomen dafür die Winkelmaße? Oder C. Wurden die Arbeiter täglich mit Bier bezahlt? Ich habe einen Roman über den Pyramidenbau gelesen. Also genau genommen, glaube ich, 4 oder 5. Das ist so eine Serie gewesen. Das Umleiten des Nils nach Osten. Also ich würde mich jetzt mal weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass die Pyramiden westlich des Nils liegen. Nee, östlich des Nils liegen. Oh Gott, das ist geografisch. Ich ziehe meine Aussage zurück. Ich möchte. Aber Bier gab es damals auch schon. Ja, und ich weiß, dass man denkt, das wäre von Sklaven gebaut worden, aber das waren Arbeiter. Die haben auch protestiert, weil sie zu wenig bekommen haben. Ich wäre jetzt sofort bei C, weil B würde ich ausschließen, weil das haben die selber gemacht. Die waren ziemlich gut. Und für 11 Jahre und 400 Kilometer nach Osten umgeleitet, ist echt viel. Da muss man am Anfang in der Nachbartal. Und die waren, ich meine, die waren bis zum Schluss waren die in der Nähe, in der Nähe des Nils. Ich glaube auch, es ist eher C. C, ne? Ja. Und vielleicht gibt es irgendeine Inschrift, sie bekamen ein Laib Brot und ein Bier pro Tag oder sowas. Ich glaube, wir nehmen C. Wir nehmen C. Ja. Alles klar. Jetzt oder Nils? Bei Ausgrabungen am Fuße des Pyramidenplateaus von Gizeh im heutigen Ägypten fanden Archäologen bereits im Jahr 1991 Überreste zweier Bäckereien. Funde wie große Keramikwannen gaben Auskunft darüber, dass Brotbacken und Bierbrauen Teil desselben Produktionsprozesses waren. Mit dem dort gebrauten Bier sollen unter anderem auch die Arbeiter der berühmten Pyramiden von Gizeh entlohnt worden sein. Mittlerweile wurden weitere Ausgrabungen entdeckt, die eine frühe Braukunst der Ägypter bestätigen. €1.500. Ihr könnt ausgleichen mit eurer letzten Frage.
Unterschiedlicher geht's ja nicht. Neues ja. oder Geschichte? Was interessiert dich? Ich weiß nicht. Neuheit? Dann nehmen wir Neuheit. Hm? 2020 gelang es einem irischen Geigenbauer, eine Geige zu konstruieren, die A. sich mit Gedanken spielen lässt, B. nur aus veganen Bestandteilen besteht oder C. sich wie 5 Geigen anhört. Ich hätte jetzt spontan auf A getippt. Also es gibt ja so Leute, die sich irgendwas implantieren lassen und dann also so ganz abgedrehte Sachen auch wirklich machen. Ja, es gibt ja auch schon Spiele, so Mindgames, wo du einen Ball nur mit Gedanken bewegen kannst. Warum nicht auch eine Geige spielen? Also ich würde C erstmal ausschließen. Ja, was ist da für ein Sinn? Warum ausgerechnet 5 Geigen? Klingen wie 5 Geigen, ja. Ja. Sparst du dir das Symphonieorchester? Das ist eine Geige, die wie 5 klingt. Aus veganen Bestandteilen, das heißt also... Also das, die Saiten würden ersetzt werden durch irgendwas. Aber das fände ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht mal so speziell, weil... Nee. Das ist ja auch gut bei Streichinstrumenten, weiß ich halt nicht. Die sind natürlich schon oft mit Pferdehaar. Ja, aber da gibt es doch auch inzwischen schon längst ja, andere schon. Sachen. Okay, wir nehmen A. Okay. Gut. Dem irischen Geigenbauer Paul Rick O'Dooley gelang 2020 eine Innovation. Er baute eine Geige, die komplett ohne tierische Bestandteile auskommt. Traditionell bestehen die Saiten einer Geige aus Tierdarm. Zudem kann beim Kleben des Korpus Leim aus Tierhaut zum Einsatz kommen. O'Dooley setzte auf synthetische Saiten, veganen Leim und verzierte die Geigenränder mit einer Mischung aus eingekochter Birne, Wildbeeren und Quellwasser. Und Achtung, einer mit Anspruch, so vegane Geigen wiegen ja auch nichts. Sache, einer mit Anspruch. Was hat man, mir hat man Malaika hat ihn verstanden. Irgendein bekannter Moderator hat mir mal gesagt, ein Witz ist nur dann gut, wenn man ihn versteht. Ja. Damals. Oje, damals. Aber ich fand ihn auch gut. Ich habe ihn auch verstanden. Bei einem der ersten großen Bodybuilding-Wettbewerbe 1901 in der Royal Albert Hall in London. A. Stemmten die Kontrahenten sich gegenseitig in die Höhe. B. Saß Sherlock Holmes-Erfinder Arthur Conan Doyle in der Jury. Oder C. Ölten sich die Teilnehmer mit altem Frittenfett ein. Oh Gott. Oh Gott. Die glänzen immer mit sehr viel Öl. Aber mit altem Frittenfett, glaube ich, wollen die sich bestimmt auch nicht. Ja, das ist die Frage, warum nehmen die nicht einfach ein neues? Ja, genau. Aber ich könnte mir vorstellen. Naja, es sei denn, dass sie. Also, dass sie sich gegenseitig jetzt keine Gewichte hatten und sich gegenseitig in die Höhe. Sowas kann ich mir. Das finde ich ja eigentlich eine lustige Vorstellung. In die Höhe sich stemmten. Also. Ich meine, jetzt ist Bodybuilding ja nicht zwingend. Ist ja nicht zwingend ein Gewichtshebewettbewerb. Nee, das ist einfach nur die Muskulatur zum Vorschein. Das heißt, die trainieren sich irgendwie, die pumpen die irgendwie auf und dann machen die... Ja, das ist B. Die suchen sehr immer interessante Leute in der Jury. Und ich glaube, da saß dann halt der Sherlock Holmes-Erfinder. Da hat er 50 Pfund für bekommen, dass er sich da reinsetzt. Genau. Und sagt, er war's. Oh, gut, also ich würde nur C ausschließen. A, B und du bist eher für B, ne? Ja, B oder altes Frittenfett. Kann ich mir nicht vorstellen. Das stinkt da auch, oder? Das stinkt. Das ist dann, und du willst so dann, du hast doch bestimmt auch Zuschauer bei so einem Wettbewerb. Oder wollen wir altes Frittenfett, weil es rostiger wirkt, also die Muskulatur noch stärker heraushebt als frisches Frittenfett, weil da irgendwie noch so ein halbes so ein Fish and Chips Ding drin ist. Oh Mann, ey. Ich finde B gut. Wir nehmen B. B. Okay. Oh, ja. Okay, ja, das geht so nach unten. Am 14. September 1901 fand in der ausverkauften Royal Albert Hall in London einer der ersten großen Bodybuilding-Wettbewerbe statt. Organisator und Jurymitglied war die deutsche Kraftsport-Ikone Eugen Sandow, welcher bis heute als Vater des Bodybuildings gilt. Neben ihm in der Jury saß kein Geringerer als Sherlock-Holmes-Erfinder Arthur Conan Doyle.
Der kraftsportinteressierte Schriftsteller war mit Sandow befreundet und schrieb auch das Vorwort zu dessen Bodybuilding-Hauptwerk Life is Movement. Es gibt ja heute auch Bodybuilder-Eltern, die Veganer sind, ne? Obwohl die einiges wiegen. Wie? Ja, ich finde den immer noch gut. Das ist gut, weil das ist so, der läuft nicht über eine zweite Bedeutung. Auf die über Kontostände. Zwei, über eine Sprache. Malaika Mihambo und Elton haben 1.000 Euro auf dem Konto. Heike Drexler und Bernhard 2.000 Euro. Englische. Und ach, wie, also. Wir gehen jetzt ins Finale. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Vögel. Beide Teams haben gesetzt. Hier ist die heutige Masterfrage. Welche Spechtart besitzt kein grünes Gefieder? A, der Grünspecht, B, der Grauspecht oder C, der Buntspecht? Ihr habt 20 Sekunden. Ab jetzt. Beide Teams haben sich für eine Antwort entschieden. Geld ist gesetzt. Wir sind gleich zurück. Und dann gibt es die Entscheidung. Bleiben Sie bei uns. Gleich gibt es die Entscheidung. Malaika Mihambo ist bei uns. Weitsprung-Olympiasieger im Rennen im vergangenen Jahr in Tokio. Mit Elton sind es heute 1.000 Euro geworden. Ihnen gegenüber Heike Drexler, zweifache Olympiasiegerin im Weitsprung im Team mit Bernhard Heuger. Die beiden haben 2.000 Euro erspielt. Und ich habe beiden Teams gerade folgende Masterfrage gestellt. Welche Spechtart besitzt kein grünes Gefieder? A, der Grünspecht, B, der Grauspecht oder C, der Buntspecht? Wie viel Geld wurde gesetzt? Malaika und Elton setzen. Alles. Bernhard und Heike Drexler setzen. 500 Euro. Ja. Und für welche Antwort haben sich die Teams entschieden? Team Elton setzt auf Antwort. C, Team Bernhard tippt auf. Antwort C. Gut, das war's. Naja, zumindest. Mach's schnell. Zumindest für euch. Für euch geht's ja noch ein bisschen um was, ne? Zwischendurch dachte ich, ob der Grünspecht von. Nee, Buntspecht ist, hat die schwarz-weiß-rot, ne? Aber vielleicht ist das Grün. Der Buntspecht ist erstmal trotz seines Namens gar nicht so bunt, ne? Nein. Nein. Der besitzt nämlich ein schwarz-weißes Federkleid. Richtig, einen roten Bauch. Ja, ja. Bei uns ganz viel. Oder Kopf. Der Grünspecht, der besitzt natürlich ein grünes Federkleid in verschiedenen Grüntönen, rote Kopffedern. Und der Grauspecht, der hat einen grauen Kopf, rote Kopffedern und ein grünes Gefieder. Der Buntspecht ist richtig! Und damit gewinnen Heike Drexler und Bernhard 2.500 Euro. Und das sind für jeden von euch 53,19 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Sehr gut. 53,19 Euro auch für unsere drei App-Mitspieler. Danke fürs Mitspielen. Herzlichen Glückwunsch und herzlichen Dank an unsere beiden heutigen Gästinnen. Danke, Malaika Mihambo. Danke, Heike Drexler. Danke an unsere beiden Teamkapitäne Bernhard und Elton. Das war's von uns für heute.